Schönen guten Abend. Wir sind immer noch bei Topologien, gell? Und zwar haben wir jetzt so die wichtigsten physikalischen Topologien ein bisschen besprochen, verglichen, Vor- und Nachteile aufgezählt und versucht zu verstehen. Zum Abschluss wollen wir noch auf die logische Topologie eingehen, gell? Und ja, was ist dann die logische Topologie, gell? Also während die physikalische Topologie die Struktur der Verkabelung betrachtet, macht die logische Topologie was anderes, und zwar beschreibt sie eben den Datenfluss zwischen den Geräten, zwischen den Teilnehmern, den Endgeräten, gell? Das ist die logische Topologie. Und ja, je nachdem, in welchen Büchern man da nachschaut, gell, findet man da verschiedene Sachen. Und die Dinge, die man dabei so herausarbeitet, bei der logischen Topologie, das sind meistens ein paar Aspekte, gell? Und zwar haben wir da irgendwo eine Topologie, die sich vielleicht wie ein Ring verhält, gell? Also das mit diesem Token-Ring von der IBM, das wir gesehen haben, gell? Also logische Topologie wie ein Ring, gell? Also die dann deterministisch auch ist, gell? Das heißt, dieses Token, gell, das geht da genau von einem zum nächsten Gerät, bis es die ganze Runde hat, gell? Und jeder, wenn es frei ist, darf da was reinlegen und was kommunizieren, gell? Also das ist dann eine feine Sache, gell? So, und eben diese Ringtopologie, die findet man typischerweise bei einem physikalischen Ring. Aber es muss nicht nur beim Ring sein. Es kann auch sein, dass wir einen Stern haben, gell? Und dass wir beim Stern definiert haben, dass da der eine und dann der andere und dann der dritte sprechen darf, und dass der dann bekommt dieses Token, gell? Das heißt also, die logische Topologie, gell, die muss nicht unbedingt gleich der physikalischen Topologie sein. Da können auch Unterschiede sein, gell? Und ja, also Ring einer nach dem anderen. Egal, ob das dann physikalisch ein Ring ist oder was anderes. Gell? Dann mit diesem Ethernet-Verfahren, gell, das da in Anfangs der 70er Jahre entwickelt wurde, gell, da ist zuerst mal alles wie ein Bus gewesen. Gell? Also es geht nicht der Reihe nach oder so, gell? Sondern ja, jeder hört jeden. Und dieses jeder hört jeden, macht alles einfach, gell? Außer wirklich toll ist nicht, gell? Weil da kann es leicht zum Chaos kommen, jeder kann abhören, gell? Und dieses jeder hört jeden, wo haben wir das? Das haben wir in der Bustopologie. Aber wenn wir einen Stern haben und in der Mitte des Sterns, das ist ein Hub drinnen, gell? Dann haben wir auch eine Bustopologie. Logisch gesehen, weil der Hub gibt einfach alles an alle weiter. Das heißt also, vom Datenfluss her ist es egal, ob wir einen physikalischen Bus haben oder einen Stern mit Hub, weil sowieso immer alles alle hören, gell? Also haben wir hier auch wieder zwei verschiedene Topologien, die logisch dasselbe machen, gell? Ja, dann könnte man auch einen wirklichen Stern haben, gell? Das heißt, nicht jeder hört jeden unbedingt, gell, sondern der Stern kann entscheiden, wer was hört, gell. Und das können wir so mit tollen Switches, wenn wir sie haben, gell, können wir auch mit Routern machen, gell. Also da gibt es dann mehrere Lösungen, gell, also Stern, gell, wir haben eben 1 zu 1 über ein zentrales Gerät dann, gell. Das da versteht man oft unter logischen Stern dann, gell? Also 1 zu 1, gell? So wie als ob sie Punkt zu Punkt miteinander verbunden wären, gell? Aber wir können auch bei einem Switch sowas machen wie ein Broadcast an alle hinausrufen. Das kann der Switch schon. Ist nicht, dass der nur 1 zu 1 kann, gell? Ja. Ja, diese Dinge zur logischen Topologie, die jetzt so ein bisschen allgemein dargestellt werden und die nicht einmal jeder so darstellt, gell, das werden wir später als Zugriffsverfahren dann
Zugriffsverfahren. Gell, wenn wir die Zugriffsverfahren sehen, dann sehen wir, aha, das mit der logischen Topologie, das hängt ganz stark damit zusammen, wie wir die Pakete dann aufs Netz bringen können. Gell, und wie das Netz da mitarbeitet und umgeht. Gell. Das da, ja, das ist dann der Zusammenhang mit dem später dann. Gell. Also physikalisch haben wir dann eben die Netzwerkkomponenten, die wir da alle haben, die dort drinnen sind, gell? Und dann eben logisch, das sind diese Zugriffsverfahren dann, die wir dann sehen werden, oder zumindest ein paar, nicht alle, gell? Okay, ja, das waren die wichtigsten Sachen zu den Topologien, gell? Und bis zum nächsten Mal.